So Leute, ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen gelacht, gegrinst durch die letzten Aufnahmen. Natürlich, hier war da ein Witz gedacht. Und jetzt vermutet ihr bestimmt richtig, was das Thema vom heutigen Video sein wird. Und zwar veganes Futter für Hunde und Katzen. Ist das Tierquälerei oder nicht? Ich beantworte heute ein paar Fragen dazu. Ich gebe meinen Senf dazu. Erstmal ein ganz deutliches Ja. Katzen und Hunde können vegan gefüttert werden. Das ist überhaupt kein Problem. Das sind Tiere, wie ganz viele Tiere, die eigentlich einfach sich gut anpassen. Es gibt eine Anekdote, eine ziemlich bekannte Geschichte von einer Löwin, die vegetarisch aufgewachsen ist. Das heißt, diese Löwin hat nie ein Stück Fleisch angepackt oder gegessen. Die ist einfach mit, ich glaube, mit Menschen zusammen aufgewachsen und sie hat einfach davon gelernt, also von was sie beobachtet hat, wie Tiere sich verhalten haben, und dementsprechend hat sie sich quasi daran angepasst und hat nie das Bedürfnis gehabt oder gezeigt, Tiere oder Leichenteile von Tieren zu essen. Und so ähnlich wie bei diesem Beispiel wachsen Hunde und Katzen auf. Sie sind sehr sozial und können sich auch genauso gut anpassen und benötigen auf gar keinen Fall tierische Produkte oder tierische Zutaten in ihrer Ernährung. Woraus besteht eigentlich Tierfutter für Hunde und Katzen, was die meisten Menschen eigentlich an ihren Tieren geben? Meistens besteht das einfach aus den Abfällen von bestimmten Tierindustrien. Das sind die Rückstände, die Leichenteile von Tieren, die brutal ermordet wurden. Manche Industrien züchten extra Tiere dafür, um sie als Tierfutter später zu verarbeiten. Aber die meisten Tierfütter bestehen einfach aus Abfall von verschiedenen Tierindustrien. Diese Rückstände, diese Leichenteile, die übrig sind von der Herstellung für den menschlichen Verzehr, sind oft die Leichenteile von kranken Tieren, von Tieren, die alt waren und die eigentlich nicht geeignet für menschlichen Konsum waren, und deswegen werden sie dann in Tierfutter verwandelt. Allein die Tatsache, dass man Tiere für andere Tiere ermordet, dass man tausende fühlende Lebewesen für nur ein Haustier oder vielleicht zwei Haustiere ermordet, ist einfach grausam. Das ist einfach abgefahren, das ist unnötig und unethisch, und noch dazu ist es einfach nicht nachhaltig. Wenn Hunde und Katzen mit Abfällen, mit Rückständen von diesen Tieren gefüttert werden, potenziell können sie Erkrankungen entwickeln, sie können Krebs entwickeln, Diabetes, sie können übergewichtig werden und können auch von Nierenerkrankungen leiden. Heutzutage kann man immer mehr solche Erkrankungen bei Hunden und Katzen beobachten. Ein bisschen ähnlich wie die Haupterkrankungen, die bei Menschen entstehen. Das heißt, wenn man dann die Ernährung von Haustieren umstellt und diese Katzen und Hunde stattdessen mit veganem Futter ernährt, erstmal hat man den Vorteil, dass diese Tiere weniger Chancen haben, weniger Risiken haben, bestimmte Erkrankungen zu entwickeln. Sie können weniger Parasiten bekommen, sie können weniger Bakterien bekommen durch das Futter, also das tierische Futter, was manchmal so Bakterien wie E. coli enthalten kann oder andere Bakterien enthalten kann. Es gibt viele Fälle von Menschen, die von den positiven Seiten von einem veganen Futter für ihre Haustiere berichten. Zum Beispiel, dass das Fell von den Tieren oder die Haut generell besser aussieht, dass sie weniger Allergien haben, dass diese Tiere mehr Energie haben und eine gesteigerte Vitalität haben.
Und zusätzlich haben sie weniger Chancen, weniger Risiken, bestimmte Erkrankungen zu entwickeln. Viele Menschen behaupten, dass der Hund genauso wie ein Wolf ist und deswegen, dass ein Hund ein obligatorischer Carnivore ist, was er überhaupt nicht ist. Es gibt dazu auch Studien, die zeigen, dass eigentlich die Darmflora von einem Hund ähnlicher zu der von einem Menschen ist, als zu der von einem Wolf ist. Jetzt fragst du dich bestimmt, wenn du Interesse daran hast, wenn du dich durch dieses Video inspiriert fühlst und deinen Hund oder deine Katze vegan ernähren möchtest, worauf solltest du dabei achten? Bei Hunden ist das ein bisschen einfacher, die sind nicht so wählerisch oder nicht so pingelig wie Katzen. Das heißt, bei Katzen muss man auf ein paar Sachen achten. Bei der Umstellung wird es empfohlen, dass du einfach graduell das Veganfutter mit dem alten Futter zusammenmischt in verschiedenen, in aufsteigenden Mengen. Also zum Beispiel in der ersten Woche könntest du 10% veganes Futter in das alte Futter hinzufügen. Bei der zweiten Woche könntest du 20% hinzufügen und so weiter. Bei Katzen kann das vielleicht ein bisschen länger dauern, vielleicht von 6 Monate bis ein bisschen länger, da sie tendenziell ein bisschen pingeliger sind. Um dir dabei zu helfen, sehr wichtig ist, dass du den Katzen oder der Katze nicht zeigst, dass du irgendwie dir Sorge machst. Du solltest einfach mit deinem körperlichen Verhalten zeigen, dass du keine Sorgen hast, dass du einfach vertraust, dass die Katze sich daran gewöhnen wird, dass du weißt, dass das ganz normal ist und dass die Katze weiß, dass okay, das ist jetzt neu, aber das wird so bleiben und ich kann jederzeit zu diesem Futter gehen. Du kannst das mit dem alten Futter zusammenmischen, aber du kannst auch zur Seite eine Portion lassen, wo die Katze zum Beispiel ab und zu da ein bisschen davon essen kann. Eventuell können auch bestimmte Zutaten wie Hefeflocken, Spirulina, Nori-Blätter, also von Nori-Algen oder noch bestimmte pflanzliche Öl in das Futter hinzugefügt werden. Diese Zutaten helfen, den Geschmack ein bisschen zu verstärken, damit die Katzen sich besser dran gewöhnen können. Zusätzlich solltest du versuchen, immer frisches Futter zu geben. Jetzt habe ich dir eigentlich die wichtigsten Informationen zu dem Thema gegeben, aber noch ein paar Sachen möchte ich hier erwähnen. Leider gibt es zu wenig Veganer, die in Videos oder in irgendwelchem Inhalt online erwähnen, dass sie vielleicht ihre Haustiere vegan ernähren. Ich denke, das ist so wichtig und kritisch, dass man das äußert, dass man das öffentlich sagt, damit es immer mehr normalisiert wird, damit Menschen immer weniger Angst haben, damit sie auch auf die Idee kommen, vielleicht die Ernährung von ihren Haustieren umzustellen. Es gibt leider immer noch viele Vorurteile, nicht nur gegen Veganismus generell, aber auch gegen der vegane Ernährung für Haustiere wie Hunde und Katzen. Und wir müssen als Veganer und Tierrechtsaktivisten auch immer mehr darüber sprechen, auch zeigen, wie es unseren Haustieren geht, wenn man sie vegan ernährt. Und ich glaube, dazu habe ich genügend Aufnahmen am Anfang von diesem Video gezeigt. Mehr Aufnahmen kannst du auch selber finden. Ganz wichtig ist, wenn du dich dafür entscheidest, und du solltest dich dafür entscheiden, wenn du ein Tier adoptierst, das auch auf jeden Fall bevorzugen. Bitte nicht Tiere kaufen. Tiere sind keine Ware, die sind keine Objekte, Produkte. Und deswegen lieber adoptieren, Tiere retten, die vielleicht schon ein miserables Leben hatten, um denen ein besseres Leben zu geben. Wenn diese Tiere noch jung sind,
dann ist das umso einfacher, sie mit einer veganen Ernährung zu ernähren. Bitte, wenn du vegan lebst, auf gar keinen Fall ein Tier adoptieren, wenn du schon weißt, dass dieses Tier kein veganes Futter annehmen wird. Wenn du schon weißt, dass dieses Tier schon daran gewöhnt ist, eine tierische Ernährung zu bekommen, dann bitte adoptiere dieses Tier nicht. Denn du weißt, dass du dadurch unnötiges Leid verursachen wirst. Diese Tiere, die in Tierheimen sind, die werden so oder so von Menschen adoptiert. Aber wenn du vegan lebst, dann solltest du auch dafür stehen und zeigen, dass wir konsequent sind, dass unsere Handlungen, unsere Aktionen im Einklang mit unseren Werten sind. Und deswegen ernähren wir Tiere mit einem veganen Futter, mit einer veganen Ernährung, die das auch vertragen können und die sich daran gewöhnen können. Und ich kenne auch leider zu viele Veganer, die eigentlich schon Katzen und Hunde haben, die mir aber sagen, nee, die brauchen auf jeden Fall Fleisch oder tierische Produkte und ich möchte das nicht machen, ich möchte das nicht mal probieren. Für mich, das ist einfach ein Zeichen von Arroganz. Das sind Menschen, die zu stolz und arrogant sind, um überhaupt zu probieren, auf eine vegane Ernährung umzusteigen für ihre Haustiere. Ich finde das richtig traurig und vor allem, das zeigt, wie inkonsequent das Verhalten von diesen Menschen ist. Für die Menschen, die dieses Video sehen werden und denken immer noch, trotz aller Informationen, die ich hier gegeben habe, trotz aller Studien und weiterer Informationen, die ich hier in der Beschreibung gelistet habe, wenn du weiter denkst, dass Haustiere, Hunde und Katzen mit veganem Futter zu ernähren Tierquälerei ist, dann stelle dich die Frage, was ist eigentlich wirklich Quälerei, wenn du genauso wie ich die Aufnahmen gesehen hast, die ich am Anfang gezeigt habe, wenn du weißt oder von Freunden oder wenn auch immer auch mitbekommen hast, dass es möglich ist. Ist das wirklich Tierquälerei oder ist Tierquälerei extra jemanden dafür zu bezahlen, dass er unschuldige, fühlende Lebewesen für dein Haustier ermorden wird, die gelitten haben, die genauso leben wollten wie dein Haustier? Wie viele Beispiele von Menschen gibt es, die ihren Haustieren mit einfach den letzten Rotz füttern, die geben diesen Tieren alles Mögliche, was auf dem Teller übrig ist und achten überhaupt nicht auf die bestimmten Nährstoffe, die diese Tiere brauchen und sie erhöhen potenziell die Risiken von Erkrankungen für ihre Haustiere. Und ein letzter Punkt, wenn du vegan lebst und du willst vielleicht noch nicht Haustiere adoptieren oder retten, weil du Angst hast, dass diese Tiere vielleicht kein veganes Futter annehmen werden, dann habe ich für dich eine Alternative, was ich selber in meinem Leben mache, weil ich auch einfach die Gesellschaft von Hunden und Katzen genieße. Ich habe einfach eine Anzeige auf eBay Kleinanzeigen geschrieben und ich habe Menschen angeboten, mich um Hunde zu kümmern, ab und zu ein paar Mal die Woche oder ein paar Mal im Monat. Und wenn diese Hunde zu mir kommen, dann bekommen sie nur veganes Futter, vegane Leckerlis wie die hier. Die kannst du bei DM kaufen tatsächlich. Und es gibt so viele mittlerweile vegane Futtermarken, sie sind da auf dem Markt und deswegen solltest du die auch kaufen. Das heißt, wenn diese Hunde zu uns kommen, die bekommen auf gar keinen Fall tierische Produkte, die werden nur mit leckeren veganen Leckerlis gefüttert und sie lieben die. Und ich glaube, das war alles, was ich zu dem Thema zu sagen hatte. Guck in die Beschreibung, da sind mehrere Videos zu dem Thema und auch weitere Informationen und Webseiten. Danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und gebe einfach meinen Pfeffer oder Salz? Senf. Ich gebe meinen Pfeffer und Salz. Ich gebe alle meine Gewürze dazu.
Ups. Mach mal so. Lalalala.